Heute soll es hier nochmal kurz um den neuen Spezialskin gehen. Wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Ich bin dann später live um 22.35 Uhr auf meinem Zweitkanal. Schaut dort gerne vorbei. Oben rechts beim i verlinke ich euch mal das Video bzw. den Stream. Und Hypex hat das Ganze hier schon mal gepostet, was alles bei diesem Skin dabei sein wird. Denn es ist schon sehr, sehr viel, was wir bei diesem Skin alles dabei haben werden. Man kann nämlich hier die Goldfunktion einstellen von den Löwen. Einmal hier so 14, 6, da kann man alles einstellen, wie die Stärke vom Gold ist. Und einmal die Sonnenbrille kann man an- und ausstellen bei dem Skin. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Vor allem die Krone, wie die da oben leuchtet, ist schon sehr, sehr cool. Dann haben wir hier den nächsten Skin. Ist der gleiche, nur in einem anderen Stil. Einmal so Basketball-Look und jetzt einmal hier so den chilligen Look mit so zugebundenen Haaren. Und einmal hier ohne zugebundenen Haaren. Sieht interessant aus. Was haben wir hier noch? Passendes Backbling. Das ist schon sehr nice. Vor allem, wie das designt ist, das gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Kann man hier wieder einstellen, Full Gold oder halt dann so in, ja, Pink, Gelb würde ich jetzt sagen. Das zweite Backbling finde ich jetzt ganz ehrlich unspektakulär. Dann haben wir hier Spitzhacke. Der Sound ist halt echt ultra leise. Und kann man hier das gleiche einstellen. So ein bisschen Gold und halt kein Gold. Was haben wir hier? Der Gleiter. Eine ganz wichtige Info zu diesem Gleiter. Man kann diesen Gleiter auf allen möglichen Skins benutzen, hat Hypex selber gepostet. Man kann das nämlich auf allen Skins drauf machen. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Und hier das passende Emote aus der Ikonenreihe. Ist in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Und man kann das Ganze natürlich einzeln kaufen. Und jetzt kommen wir zum Speziellen, denn der Skin ist ziemlich nice. Warum? Weil schauen wir uns das Ganze mal hier an, wie das im Shop aussehen wird. Schauen wir uns einfach an, was hier passiert. Was fällt euch auf? Schreibt es mal jetzt gerne in die Kommentare. Sowas gab es noch nie, dass ein Skin sich rotiert hat in dem Shop-Bild da oder im Shop-Bundle sozusagen. Also der rotiert sich da komplett von alleine. Sowas gibt es nicht. Sowas gab es bis jetzt nicht und ist jetzt so eine neue Funktion. Ich hoffe, dass Epic Games in Zukunft das Ganze mal mit anderen Skins macht. Sieht sehr, sehr nice aus. Schreibt mal eure Meinung zu diesem Skin in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Info-Video.